Es ist erst wenige Monate her, da durften wir uns mit Volkswagens brandneuer Limousine, Elektrolimousine, dem ID.7, auf erste Testfahrt begeben. Und jetzt gesellt sich ein weiterer Antrieb in der Modellpalette dazu, der Performance-Antrieb GTX. Und mit diesem bekommt diese Elektrolimousine satte 340 PS und einen elektrischen Allradantrieb. Und damit toppt sie sogar den altbewährten Passat mit Reihen-6-Zylinder, auch bekannt als R36. Wir wollen uns mal anschauen, was die schicke Limousine hier alles zu bieten hat. Wie jeder GTX hat auch er hier eine eigenspezifische Frontgestaltung erhalten. Und das bedeutet, wir haben diesen wabenförmigen, kompakteren Grill hier vorne, eben mit diesen dreieckigen Tagfahrleuchten rechts und links. Außerdem haben wir vorne jetzt das beleuchtete VW-Logo mit drin. Die durchgängige Leuchtleiste kennt man. Was Neues ist, dass serienmäßig das EQ Light mit drin ist, mit Matrix-LED-Scheinwerfern. Und wenn wir ein bisschen weiter rumgehen, kommen wir auch zu der Felge hier. Ist jetzt hier eine 20-Zoll-Felge, gibt es auch in 21-Zoll und ist halt eben auch ein eigenes GTX-Design. Und was man schon erahnen kann, schwarz ist das neue Chrom und deswegen dürfen schwarze Zierelemente hier nicht fehlen. Spiegelkappen, GTX-Schriftzug, hier auch das Dach und die Fensterrahmen, selbst da unten der Seitenschweller, alles schwarz, Hochglanz, spezifisch eben GTX nochmal für den etwas sportlicheren Look. Sprechen wir noch über die Farbe. Das hier ist King's Red Metallic und ist eine von 5 Farben. Neben dieser gibt es dann eben noch ein Silber, es gibt ein Grau, es gibt ein Schwarz und es gibt ein Weiß. An der Stelle kann ich noch was zum Fahrwerk sagen. Wir haben jetzt hier neue Stabis drin. Das heißt, es soll alles noch mal ein bisschen straffer auch sein können und ein bisschen besser federn können. Und wenn man das DCC ordert, hat man eben eine noch größere Spreizung zwischen Komfort und Dynamik. Und dann sind wir hier hinten am Heck. Beleuchtetes VW-Logo, durchgehende LED-Leuchtleiste, die ich sogar in 3 verschiedenen Designs anspielen kann. Eben das, was mir am besten gefällt. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch noch mal ein Stückchen weiter runter. Denn auch hier haben wir eben so eine Heckschürze in so einem Wabendesign und hier unten so einen leicht angedeuteten Diffusor für einen etwas sportlicheren Look. Rot war schon immer bei Volkswagen die Farbe der Sportlichkeit. So war es beim GTI und so ist es natürlich auch beim GTX. Und deswegen haben wir hier sportliche Sitze mit roten Zierelementen. Schön die Kopfstütze mit drin und so einem Velour, fühlt sich gut an. Auch hier haben wir natürlich im Armaturenbrett eine rote Ziernaht, hier mit Kunstleder auch noch drin. Hier die Türtafel, auch schön ausgepolstert, ebenfalls mit diesem Velour. Und natürlich ein sportliches Lenkrad, rote Nähte, rote Klammer hier unten ein wenig abgeflacht. Was hier serienmäßig mit drin ist, ist das Augmented Reality Head-Up Display, das auch die Navigation über Android Auto oder Apple CarPlay übernimmt. Der große Infotainment-Display, den kennen wir ja auch so aus dem normalen ID.7. Wir haben selbstverständlich auch hier diese Klimaleiste immer fest drin. Oben kann ich die Favoriten reinsetzen. Was hier allerdings neu ist, ist diese Wellness-App, wie man sie natürlich auch zum Beispiel aus dem ID Tourer kennt, ID 7 Tourer. Da kann ich eben verschiedene Programme für Fresh Up Countdown, wo sich Massagesitze, Lüftung, Ambientebeleuchtung und Akustik alles Mögliche anpasst. Was hier ebenfalls auch ein bisschen anders ist, dass ich jetzt mehr Auswahlmöglichkeiten in Ambientefarben habe. Normalerweise sind es 10, hier sind es 30 verschiedene Farben. Also wer das möchte, kann sich das hier schon mal deutlich mehr individualisieren. Ebenfalls hier drin Einzug gehalten hat natürlich ChatGPT und da würde ich an der Stelle doch mal sagen, hallo Ida, erzähl mir einen Witz. Was hat 4 Beine und kann fliegen? 2 Vögel. Das war definitiv ein Flachwitz. Was haben wir hier oben? Was Flaches, klar, ein Panoramadach, das eben milchig oder klar ist in seiner Anzeige. Keine Sorge, obwohl es ein Glas ist, kann es eben in dieser milchigen Funktion auch Wärme abhalten. Und dadurch wird es hier im Fahrzeuginneren nicht allzu heiß. Und ich würde sagen, an dem Punkt wechseln wir mal auf die Rückbank. Der ID.7 ist eine Reiselimousine und deswegen habe ich hier hinten auch ordentlich Platz. Und ich kann hier zu dritt oder eben vielleicht noch komfortabler zu zweit sitzen. Habe sogar so eine leichten Seitenhalt hier durch diese Erhöhung von diesem sportlichen Sitz auch hier für die Rückbank. Ansonsten angenehme Neigung auch von der Sitzfläche ausreichend lang. Hier die Beinauflage. Ich kann die Füße hier durchstecken. Ich habe hier natürlich keinen Kardamtunnel. Das sorgt für ausreichend Platz. Kann hier meinen Arm ablegen oder
hier dann auch noch. Ich habe auch noch eine Durchreiche, zu der ich dann an den Kofferraum gelangen könnte, der übrigens 532 bis 1586 Liter fasst. Und wem das auch noch nicht reicht, der kann dank diesem Allradantrieb hier jetzt noch mehr Anhängerlast hinten dran packen. Nämlich 1000 bis 1400 Kilogramm kann er hier jetzt ziehen. Und das, würde ich sagen, ist eine richtig ordentliche Zahl. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, dass wir hier einen elektrischen Allradantrieb haben. Und wie kommt der zustande? Naja, zum einen haben wir den altbekannten 210 kW Elektromotor im Heck, permanent Magnetsynchronmotor. Und zudem gesellt sich jetzt hier an der Vorderachse eben noch ein Asynchronmotor mit 80 kW. Zusammen kommen wir dann eben auf eine Systemleistung von 340 PS. Es ist in dem Fall so, dass sich der vordere Motor bedarfsgerecht zuschaltet halt. Also wir haben keinen permanenten Allradantrieb und das kommt der Effizienz natürlich ebenfalls nochmal zugute. Serienmäßig kommt er hier mit dem 86 Kilowattstunden großen Akku, der natürlich schön zwischen beiden Achsen sitzt und sich mit maximal 200 kW aufladen lässt. Was interessant ist, dass er hier jetzt ein bisschen flotter sprintet. 6 Sekunden, haben sie gesagt, soll er von 0 auf 100 brauchen. Und es empfiehlt sich bei diesem Fahrzeug wirklich, den E-Routenplaner von VW zu nutzen, wenn man auf Tour ist. Denn das Lademanagement wurde jetzt verbessert. Heißt also, wenn ich diesen Routenplaner nutze, kann sich die Batterie besser vorkonditionieren und da habe ich dann mehr von meiner Reichweite. Noch ist der Wagen in der Homologation. Es wird aber eine Reichweite von 638 Kilometern erwartet. Sagen, als GTX wird er hier für mich richtig zum attraktiven Performance-Allrounder. Ich habe die große Batterie mit drin, ich habe 200 kW Ladeleistung und durch den Allradantrieb eine noch höhere Anhängelast. Das klingt auf dem Papier meiner Meinung nach alles ganz schön attraktiv. Und da es ja auch kein Passat R gibt, könnte er genau an dieser Stelle anknüpfen. Aber ob das in der Realität dann auch so ist oder nur auf dem Papier gut klingt, das wird sich erst mit der Fahrveranstaltung zeigen. Was ich schon verraten kann, ist, dass er hier jetzt bald in den Vorverkauf gehen wird und ab der zweiten Jahreshälfte 2024 soll dann der offizielle Marktstart sein. Und der Einstiegspreis, der soll schätzungsweise unter 65.000 Euro liegen. Ich bin gespannt, wie er bei euch draußen ankommt. Zumindest auf YouTube könnt ihr uns eure Meinung nämlich mitteilen, unten in den Kommentaren. Und wenn ihr da schon seid, Glocke aktivieren, Account abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.